Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, bei Conny sind wir, glaube ich, stehen geblieben, beziehungsweise eigentlich bei zwei Leuten. Wenn wir uns die ganze Serie ansehen, die Dad als Kind geliebt hat, erfahren wir ja vielleicht etwas Neues über ihn. Das Problem ist, ich gehe mal davon aus, er ist noch am Schla. Ja, im Prinzip müsste man ihn ansprechen, genau. Die andere ist aber auch am Schlafen. Das heißt, da kann ich jetzt keinen so richtig ansprechen. Dann gucken wir mal ein bisschen, was die Mutter macht und spulen mal ein bisschen vor. Die ist auf jeden Fall. Oh, halt, 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 halt. Der Vater ist unterwegs. Beziehungsweise nicht unterwegs, ist. Ja, ist aufgewacht, das wollte ich sagen. Willst du dir mit uns eine Folge von Unser Leben auf dem Land ansehen? Oh, wow. Das kommt jetzt aber wirklich überraschend. Ich weiß ja nicht. Ich sollte eigentlich eher die Scheune säubern, als den Leuten im Fernsehen dabei zuzusehen. Angie meinte, du würdest die Serie mögen. Ja, ich mochte sie, als ich noch grün hinter den Ohren war. Sie hätten für Kinder wie mich eine dicke, fette Warnung im Vorspann bringen sollen. Diese Sendung hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Ich denke, ich werde sie mir trotzdem ansehen. Sag bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich wollte jetzt weiterziehen. Leute, ich finde es nur blöd, dass man dann hier nicht einstellen kann, dass man weiterziehen möchte. Na gut, was ist mit ihr? Ich sollte Und wirklich mal nach jetzt, Conny River. sehen. Sie kann mich nicht sehen, aber vielleicht kann sie mich in ihrem Herzen hören. Es klingt kitschig, aber bei den anderen hat es ja auch funktioniert. Ich kann sie spielen. Ich kann sie spielen. Moment, Moment, Moment. Ich muss mit Dad über die Bootslounge sprechen. Er möchte, dass die Produktion so bald wie möglich wieder aufgenommen wird. Ja, das ist nicht so wichtig. Guck erstmal nach deiner Freundin. Fragen, ob sie zusammen abhängen. Ja, die wird jetzt sagen, nein, können wir nicht, weil ich habe gerade was. Obwohl doch, die können ja zusammen Fernsehen gucken. Das könnten die machen. Hallo. Nicht so schnell, bitte. Ja, toll. Jetzt ist alles schon vorbei? Hä? Was war denn das jetzt gerade für eine Aktion? Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Wieso kann ich. Ach, die schläft immer noch. Ja, gut, okay, wir haben 7:45. Da ist es noch okay. Was ist mit ihr? Ich sollte mal nach Bodhi sehen und fragen, wie es ihm geht. Das ist der Kleine, oder? Mit dem hat fast keiner gesprochen bisher. Ich meine, habt ihr den alle ignoriert, Leute, oder was? Pia investiert alles in die Pflege des Friedhofs. Ach ja, stimmt das auch noch? Ja, aber lass uns mal kurz nach Bodhi sehen und danach kannst du zum Friedhof. Ach nee, das ist der. Und du hast ihr versprochen, mehr Zeit mit ihr zu ver. Ja, gut, die schläft jetzt gerade eh, das ist egal. Die schläft auch, ne? Ach so, die schläft auch. Ja, gut, dann machen wir halt den Friedhof jetzt. So, säubern, zack. Und weiter geht's hier. Wenn ich noch verwirrter rüberkommen sollte als sonst, muss ich dazu sagen, ich habe heute ziemlich starke Migräne. Allerdings ohne Aura, deswegen habe ich gedacht, ich versuche es trotzdem aufzunehmen. Ja, jetzt können wir ihr dabei zusehen, wie sie hier. Die steht da und ist ein Schaf am Zusehen. wie sie das Grab sauber macht, wollte ich eigentlich sagen. So gut es geht, beschäftigen. Der alte Traktor fällt auseinander. Wie soll ich dieses Jahr die Ernte einfahren? Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann dich ja nicht steuern. Das ist ja das Problem. Ich darf ja nicht. Oh, halt, stopp. Moment. Da. Immer wenn man was vorhat, ist was anderes plötzlich drin. Ich könnte mich doch mal. So. Was ziehst du für ein Gesicht? Ein jungenhaftes und hübsches. Warum? Ach, komm schon. Ich hatte noch mal ein Gespräch mit Galia. Hast du ihr wieder Ratschläge gegeben? Ich wollte einfach nur helfen. Was hast du gesagt? Das ist nicht wichtig. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie in das Gespräch einbringen will, beschuldigt sie mich, den Bogen zu überspannen. Naja, du kannst ziemlich herablassend sein. Vor allem, wenn du einer Ärztin medizinische Ratschläge geben willst. Selbst ein Profi hat Wissenslücken.
Vielleicht solltest du ihr einfach vertrauen. Und vielleicht wird sie dir dann im Gegenzug ebenfalls vertrauen. Weißt du, ich werde sicherlich einen Weg finden. Gib mir einfach Zeit. Klar. Okay. Darf ich jetzt? Sehr schön. Gut, das heißt, sie hat hoffentlich mitbekommen, dass ich ihr jetzt ein bisschen geholfen habe, weil wir müssen nämlich jetzt mit Bodhi nochmal sprechen. Wo ist der denn? Ach, hier hinten. Ihm bitten, auf dem Friedhof zu helfen. Könnte ich auch, ja. Loyalität würde steigern, ist die Frage, ob er das machen würde. Aber wir sehen erstmal nach ihm. So, wir sehen erstmal nach ihm. Und sie wird jetzt hier erstmal wegen der Folge fragen. Und, hä, konnte ich die nicht gerade noch spielen? Jetzt bin ich verwirrt. Also erstens, sie ist nicht mehr markiert. Aber ich konnte sie doch gerade noch spielen. Nee, Moment, wieso stehe ich jetzt auf Sek? Keine Ahnung, warum ich jetzt auf ihn stehe. Blanche wird wissen, wie ich mich am besten auf dem Mathe... Also genau, da musst du dich doch erstmal drum kümmern, Junge. Du kannst doch nicht einfach hier so sitzen. Sie nach dem Job ein Krankenhaus fragen. Genau. Kannst dich hier nicht einfach voll rumsitzen. Ich meine, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Hier muss was getan werden. Wir müssen hier Beziehungen festigen und einander helfen und überhaupt, jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Die war noch, waren die nicht bei mir? Hallo, ich bin hier, um dir zu helfen. Oh. Ach, beachte mich gar nicht. Ich halte mich einfach an die Gräber dort drüben. Sie sehen nicht ganz so unheimlich aus wie der Rest. Weißt du, wo ich mir die Serie Unser Leben auf dem Land ansehen kann? Oh, ein echter Klassiker. Ich glaube, ich habe sie neulich irgendwo beim Durchstöbern einer Streaming-App gesehen. Willst du rüberkommen und ein wenig in der Vergangenheit schwelgen? Darf ich? Natürlich. Mein Fernseher ist dein Fernseher. Zumindest, wenn es dir nichts ausmacht, dass ich mich gelegentlich zu dir setze. Keineswegs. Danke. Oh, mach dich auf etwas gefasst. Mein Fernseher ist dein Fernseher, auch wenn ich gerade nicht zu Hause bin, weil ich gerade auf dem Friedhof helfen wollte. Sehe ich da etwa ein graues Haar wachsen? Tja, ich werde alt. Du sagtest doch, Yesterby wäre ein guter Ort, um alt zu werden. Spar dir den Sarkasmus. Ich wollte nie, dass du und deine Mom so eine schreckliche Zeit durchmachen müsst. Aber schlimme Dinge passieren nun mal, egal wo und wann. Du solltest dich wirklich weder um mich noch um meine Haare sorgen. Eher um Mom. Sie ist ein sehr sensibler Mensch. Ich weiß. Nein, tust du nicht. Du warst nicht Sek, dabei, als sie sich von meiner Mutter getrennt hat. Ich habe mit deinem Dad geredet. Ich parallel. Das war eine verdammt harte Zeit für sie. Offen gesagt, macht sich dein Vater Sorgen, hatte sie damals viele Freunde, die sie da rausgeholt haben. Sie haben ihr dabei geholfen, so ähnlich wie seine Reaktion auch aus, als ich mit ihm darüber geredet habe. Jene, die sie sich für sich selbst zurechtgelegt hatten. Sie gaben ihr eine Perspektive. Nun, da hat er recht. Und die Hoffnung, was genau sollte mir diese glorifizierte Ansammlung an Fischerhäusern auch bedeuten? Yesterby hingegen ist das, was es ist. Ich denke, er meinte nicht die Häuser. Eine Veränderung. Die Leute, die mir am wichtigsten waren, sind tot. Nur der Versuch, das Tagwerk zu verrichten und alle durchzuführen. Tut mir leid, das hätte nicht so klingen sollen. Von welchen Plänen sprechen wir? Sek. Frag nicht mich. Wie ich es sehe. Das ist Moms Sache. Ist dein Dad nicht prinzipiell dagegen? Ich kann dir nur sagen, dass es sicher nicht ihr primäres Ziel war, ein Leben in der Provinz zu verbringen. Das hat er gesagt? Naja, er hat nicht genau diese Worte benutzt. Was will er von mir, Axel? Du weißt, dass deine Mutter der Kopf des Projekts Yesterby war. Ich denke, wenn du ihm ein wenig zeigst, dass dir ihr Plan etwas bedeutet hat, vielleicht solltest du selbst mit ihm reden. Oder tu einfach, was du für das Beste hältst. Ich habe jedenfalls Vertrauen, dass du ihn beeindrucken kannst. Ich wünschte, ich könnte deinen Optimismus teilen. Aber dein Vater meint, ich solle dir nichts sagen. Das bleibt also unter uns, ja? Keine Sorge. Danke, dass du es mir gesagt hast. Na, wer verschwört sich denn hier gerade? Okay, was hatte Leth wohl für Pläne, bevor sie hierher zog?
werden wir fragen. Eigentlich wollte ich den einen noch fragen, ob der mit auf dem Friedhof helfen möchte, aber anscheinend darf ich das jetzt nicht mehr machen. Okay, werden wir fragen. Nee, nicht nach Hause schicken, nach ihren Träumen erkundigen. Zack. So, dann schauen wir mal eben bei den anderen, wenn wir uns die ganze Serie ansehen. Ah ja, ja, die ist noch auf dem Weg dahin. Und ich glaube, ich verstehe jetzt, wieso Dad nicht möchte, dass ich von hier weggehe. Vielleicht sollte ich ihm das sagen. Ja, definitiv. Blanche, ah ja, genau. Und das andere, das ist nicht so wichtig. Sprich erst mit deinem Vater, klär das. Ihm vorschlagen, ach so, ja, der hat ja immer noch diesen Hintergedanken, genau. Das wäre sogar Zugehörigkeit. Oh, das ist cool. Ihm sagen, dass der Yesterby am Herzen liegt. Genau, sag ihm das. Ganz wichtig. Jetzt ist sie aber wieder spielbar. Eben war sie doch nicht spielbar. Eben durfte ich doch nichts. Na gut. Dann red du mal. Wieso Mel will? Und wieso Jasper? Die nächsten Schritte planen. Bei der Buchhaltung helfen. Die Bootslounge diskutieren. Den Fortschritt überprüfen. Okay. Relevanz und ja, die Zuneigung, denke ich mir mal. Und das ist dann Anerkennung, den Fortschritt überprüfen. Und bei ihm Anerkennung und Mitgefühl. Ja, keine Ahnung. Ich überprüfe mal den Fortschritt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Hier laufen alle kreuz und quer. Um den armen Jungen kümmert sich keiner. Warum ignoriert ihr den alle? Na gut. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Vielleicht können wir ihn dann ja spielen. Ich weiß es nicht. Dad, ich verstehe es jetzt. Als du und Mom hergekommen seid, ging es darum, füreinander einzustehen. Ihr wolltet einen besseren Ort für uns alle. Und es ist nicht so, als hätte mir das nie etwas bedeutet. Ich bin nur schlecht darin, es zu zeigen. Junge. Verflucht. Yesterby ist mein Leben, ob es mir gefällt oder nicht. Ich habe hier die schlechtesten, aber auch die besten Erfahrungen gemacht. Alles, was zwischen mir und Angie war, wenn wir nicht hergezogen wären, wäre das vielleicht nie passiert. Ich bin dankbar, dass du das sagst. Ich werde beweisen, dass ich besser bin als das. Ich beweise es. Dir und Angie. Zachariah, du musst nichts beweisen. Du musst einfach nur mein Sohn sein. Kommst du langsam wieder rein? Ja. Denkst du, dass man in der Zeit etwas Überzeugendes hinbekommen kann? Sollte klappen. Spitze. Aber stress dich bloß nicht. Was ist denn jetzt hier gerade weggegangen? Das war so schnell weg, als ich hier umgeschaltet habe, dass ich das gar nicht gesehen habe. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man das nicht ein bisschen länger wenigstens hier drin hat. Er hat die Lounge, war Cams Idee. Ich werde sie für sie vollenden. Also ich nehme an, Cam war die Frau von ihm. Ich weiß gar nicht, ob er da jemals den Namen gesagt hat. Das kann er ja nebenbei machen, wenn er hier keine anderen Aufgabe hat. Noch habe ich Bretter für die Wände des Bootshauses, bevor ich neue machen muss. Ich nehme an, das macht er dann auch automatisch. Ich meine, ich kann ihn ja eh nicht steuern. Ja, ich darf nicht. Unsere Arbeit darf nicht umsonst gewesen sein. Ich muss mich mehr anstrengen und hier ein gutes Zuhause für Zack aufbauen. Ja, ich weiß halt immer noch nicht, was ich von dieser komischen Lounge halten soll. Das ist ja die Sache von dem einen und es ist immer ein bisschen blöd, wenn man ein schönes kleines Örtchen hat, sage ich mal, und dann, und so hört sich das an, irgendwie Trubel da reinkommt. Also viele, viele Leute dann diesen Ort besuchen. Das ist dann nicht unbedingt was Positives. Aber es kann natürlich auch etwas Positives sein, weil sie halt Geld bekommen durch die Leute, die dann kommen. Deswegen bin ich da selber so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich jetzt ehrlich bin. Hey, dein Sohn meinte, dass du große Pläne und Träume hattest, ehe du hierher gekommen bist.
Und dass du sie aufgegeben hast, als du bei mir eingezogen bist? Träume? Was sind Träume? Ach, komm schon. Er nannte sie deine primären Ziele. Welche hat er damit gemeint? Sag du's mir. Ich hatte im Laufe der Jahre sehr viele davon. Aber du weißt ja, wie das mit Träumen so ist. Sie sind einfach nur da, um einen zu motivieren, bis man herausfindet, was wirklich wichtig ist. Und das wäre? Du, Dummerchen. Da muss es doch noch mehr geben. Stimmt. Als ich 6 war, wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Und eine Romanautorin, als ich dachte, das wäre mein Ticket hinaus aus der Pubertät. Was war denn dein Traum, als wir uns getroffen haben? Was wollte ich damals am meisten? Vermutlich wieder glücklich sein, schätze ich. Ach, sieh dich bloß an. Lass dich doch von Bodhi nicht so aus dem Konzept bringen. Es ist alles gut. Wenn du meinst. Aber du sagst mir, sobald sich daran etwas ändern sollte, ja? Klar doch. Jetzt ist sie traurig. Ich will jetzt wissen, warum. Und ich wollte da mal eben dazwischen grätschen. Man sollte niemals seine Träume aufgeben. Also wenn man natürlich etwas als kleines Kind, sage ich jetzt mal, mit 5 Jahren gesagt hat, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Krankenschwester werden oder sowas. Und klar, irgendwann wird man erwachsen, irgendwann ändern sich natürlich auch die Vorlieben oder das, was man machen möchte. Irgendwann ändert sich der Charakter aufgrund äußerer Einflüsse und allem, was man so erlebt. Das heißt, Träume können sich natürlich auch ändern. Aber, und das muss ich jetzt klipp und klar hier an dieser Stelle sagen, gebt niemals eure Träume auf. Egal, also es sei denn, ihr träumt davon, Massenmörder zu werden oder sowas. Aber wenn es ein legaler Traum ist, formulieren wir es mal so, dann gebt ihn niemals auf. Wenn ihr Künstlerin werden wollt, dann tut alles dafür, Künstlerin zu werden. Und wenn ihr momentan von der jetzigen Position aus, also Künstlerin, egal worum es geht, ob es ums Zeichnen geht, ob es ums Grafikdesign geht, ich rechne jetzt so mal im groben Begriff auch so Sachen wie Autorin zum Beispiel dazu, also Bücher schreiben oder vielleicht auch Gedichte oder was auch immer man schreiben möchte. Ich rechne dazu, dass man Spiele entwickeln möchte und so weiter. Ich rechne wirklich jetzt alles dazu, weil ich habe irgendwann im Leben einen Punkt gehabt, wo ich meine Träume verwirklichen möchte und habe diesen Punkt verpasst und habe mein Leben lang im Endeffekt nicht das gelebt und nicht so gelebt, wie ich leben wollte. Also ich meine, finanziell und so war immer alles okay. Ich bin gelernte Bürokauffrau, habe ein Fachabi mit Qualifikation gemacht, alles tutti. Aber ich habe nie das gemacht, was ich wirklich wollte. Und irgendwann habe ich mit dem Schreiben wieder angefangen nach 15 Jahren, 20 Jahren, ich weiß es nicht. Also meinen ersten komplett fertigen Roman habe ich damals mit 8 Jahren geschrieben. Zugegebenermaßen, er war auch dementsprechend, obwohl ich muss sagen, er war gar nicht so schlecht, aber er war nicht so, wie ich heute schreibe. Also heute schreibe ich ganz anders als das, was ich damals geschrieben habe, die Storys, die könnten ähnlich sein. Also man könnte quasi eine Story von früher nehmen und die etwas umschreiben und es wäre eine gute Story für heute. Aber ich habe mich natürlich auch gewandelt im Laufe der Zeit und habe viel dazu gelernt. Und darauf kommt es im Endeffekt an. Dann habe ich immer als Leidenschaft das Zeichnen gehabt, wobei ich zugeben muss, dass ich besser abzeichnen kann, als zu zeichnen. Warum auch immer. Ich kann alles wunderbar abzeichnen, dass es fast 1:1 aussieht, aber mir selber was ausdenken, da bin ich ehrlich gesagt nicht so gut drin. Da muss ich wirklich Außenstehende ins Boot holen, genauso wie für die neuen Thumbnails, die ich mir jetzt quasi bestellt habe. Was aber noch bis nächsten Monat auf jeden Fall dauern wird, bis die dann fertig sein werden, beziehungsweise gestartet wird, weil die gute Dame hat ein bisschen viele Aufträge aktuell, ist auch alles kein Problem, gönne ich ihr natürlich auch. Deswegen auf diesen Weg schöne Grüße, sollte sie jemals dieses Let's Play angucken. Aktuell bin ich dabei. Ich weiß nicht, was draus wird, aber ich versuche mich ein bisschen ans Spieleprogrammieren. Im Moment läuft es ganz gut. Mal sehen, wie das Ganze noch weitergeht. Und
ja, im Endeffekt bin ich jetzt aktuell neben dem Schreiben noch ein zweites Standbein sozusagen am Aufbauen und das ist dieser Channel hier. Wobei da noch so ein kleiner Zweig rausgeht mit Indie-Games-Blog, der halt Reviews und Trailer hochlädt zu Indie-Games-Spielen und verlinkt in der Beschreibung. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit voll labern. Wenn ihr einen Traum habt oder vielleicht auch mehrere, dann setzt alles daran, sofern er legal ist natürlich, diesen Traum zu verwirklichen. Wenn ihr etwas unbedingt schon lange werden wollt und immer im Herzen getragen habt, dann setzt alles dran, um das zu verwirklichen. Erfindet keine Ausreden, warum ihr es nicht könnt, denn ihr könnt es, wenn ihr es wirklich wollt. Ob ihr damit erfolgreich sein werdet, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Gerade auch in Sachen Marketing und so weiter muss man sehr, sehr viel lernen, muss man auch sehr viel Zeit investieren und so weiter. Aber glaubt an eure Träume und wenn es nur ist, dass ihr erstmal anfangt, nebenbei euren Traum zu leben und dann vielleicht irgendwann sagen zu können, hey, ich kann von meinem Traum mittlerweile leben, ich kann den Job, den ich eigentlich nie wollte, kann ich heute kündigen. So, jetzt können wir ja weitermachen. Ich bin mit Friedhöfen nie ganz warm geworden. Bodhi meinte, das nennt man Nekrophobie, aber so weit würde ich nicht gehen. Ich habe ja keine Angst vor ihnen. Sie machen mich nur traurig. Also wäre eine andere Bezeichnung besser. Was heißt Trauer auf Griechisch? Melancholia? Oder war das Latein? Was auch immer. Ich habe jedenfalls etwas, das vielleicht Nekromelancholia heißt. Oder vielleicht auch nicht. Es ist jedenfalls das Gegenteil von Taphophilie, also der Liebe zu Friedhöfen. Das habe ich auch von Bodhi. Alter, ich glaube, ich hätte dich schon umgeklatscht. Ich versuche nur, die Stille zu durchbrechen. Nein, ich hätte natürlich nichts gemacht dergleichen. Aber ich glaube, sie ist auch gerade sehr genervt. Wir müssen irgendwas wegen der Nacktschnecken unternehmen. Ach so. Hier, nimm meine Schere. Gut, hallo? Gott. Du hast immer noch diese grausame Ader in dir, Mädchen. Ich bin einfach nur pragmatisch. Zumindest so lange, bis ich die Zeit finde, Lavendel oder Thymian anzupflanzen, damit diese Bastarde hier verschwinden. Mein Engel liebte den Duft von Lavendel. Ich weiß. Lavendel und Fenchel mochte sie am liebsten. Fenchel? Das wusste ich nicht. Aber es hilft nicht gegen Schnecken. Wir haben es selber ausprobiert, es hilft nicht. Selbst Kaffee hat nicht geholfen. Also wir haben Kaffee um die Erdbeerpflanzen drumherum gemacht, wo die Schnecken immer wieder draufgegangen sind. Und es hat nicht geholfen, die haben sich einfach ihre Spur da durchgezogen. Ja, dann schauen wir mal, was hat Leif für... Das haben wir doch schon gefragt hier eigentlich. Was ist denn mit dir hier? Du wolltest doch die Serie gucken. Warum hast du das jetzt immer noch nicht gemacht? Dein Ernst jetzt? Oder war die jetzt gerade auf dem Weg dahin? Weil die hätte jetzt so viel Zeit gehabt, dahin zu gehen und sich die Serie anzugucken. So, was mit dir? Gucken wir mal eben hier. Was stand da gerade? Blanche wird wissen, ich sollte Gaia nach dem Erste-Hilfe-Zertifikat fragen. Will er das wirklich noch machen? Gerade hat er noch gesagt, oh. Ah, ich denke, er will die nicht verlassen. Was denn jetzt? Ich muss mit Dads über die Boot-Lounge sprechen. Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Hallo? Wieso haben wir hier ein Ausrufezeichen auf dem Kopf? Gut, machen wir es so. Keine Zeit fürs Essen, es tut mir leid. Du bist sowieso fast nicht mehr hungrig. Hey, Elias. Es ist Zeit für dein Wort der Woche. Wie lautet es? Terraforming. Das kenne ich doch schon. Wirklich? Ja, das ist, wenn man einen anderen Planeten zu einer zweiten Erde macht. Das stimmt. Und genau das hat dein Vater auch hier bei uns in Yesterby vor. Ödes Land in einen Ort verwandeln, an dem sich Leute niederlassen und gedeihen können. Yesterby ist doch kein Planet. Richtig. Ah, du hättest diesen Ort sehen sollen, bevor ich ihn gekauft habe. Alle Fischer waren von hier weggezogen. Es war wie ein radioaktiv verseuchtes Land, das sich niemand anzurühren getraute. Wirklich?
Wow. Dann bist du eine Art Held, Dad? Nein, das haben wir alle gemeinsam geschafft. Aber nun ja, das ist eben Terraforming. Vergiss das nicht. Ahoi, Dad. Sind die Muster schon eingetroffen? Pause. Sie sind hier und sie sind perfekt. Außerdem haben alle abgestimmt. Und wie üblich hat jeder seine eigene Meinung. Ja, super. Deine Stimme wird also das Zünglein an der Waage sein. Ich habe alles neben dem Präsentationsraum aufgebaut. Du meinst das Beispielboot? Ich mache nur Spaß. Ernsthaft, wir müssen uns über unsere Terminologie im Klaren sein, wenn wir wollen, dass dieses Baby ein Erfolg wird. Aus Marketing-Sicht kannst du es meinetwegen Vorführmodell, Prototyp, Benchmark oder was auch immer nennen. Aber bitte nicht Beispielboot. Das klingt einfach sowas von unterwältigend. Klar. Dad, hat Angela jemals mit dir über das Projekt gesprochen? Nee, wieso? Ach, nichts. Es ist nur... egal. Hey, ich muss ein paar Anrufe tätigen und ein Update für die Zahnärzte zusammenstellen. Sag Melville einfach, welche Muster du bevorzugst. Ich finde sie alle gut. Selbst dieses extrem klischeehafte Meeresthema, das sich dein Bruder ausgesucht hat. Verstanden. Hervorragend. Die Dinge laufen gut, Tochter. Die Dinge laufen gut. Ja, es ist an der Zeit, ein Design für die Inneneinrichtung auszuwählen. Dad hat die Muster in der Werft platziert. Ocean Lodge? Shabby irgendwas? Rustikale Eleganz. Rustikale Eleganz hört sich ganz gut an. Ocean Lodge hört sich so... Ja gut, wir müssen sie ja nur betrachten, ne? Würde mich allerdings jetzt mal interessieren, wie das Ganze aussieht. Ich wollte gerade sagen, was macht die denn jetzt? Ich habe ihr den Auftrag gegeben, da hinzugehen. Und dieses faule Kind macht das nicht. Die wollte einfach essen. So geht das nicht. Ocean Lodge. Ein Traum in Türkis und Weiß. Mit einer ordentlichen Portion Muscheln und Seesternen. Elis Favorit. Und Shabby Chic. Mom hat für dieses Design gestimmt. Shabby Chic. Großmutters Sofa kommt nie aus der Mode. Das ist Dads Kandidat. Rustikale Eleganz. Er meint, das fügt sich am besten ins Ortsbild ein. Also, ich würde eigentlich sagen, die Mitte würde jetzt am besten hier reinpassen. Wie heißt das jetzt? Ich habe es vergessen. Es war auf jeden Fall nicht Rustikal und nicht Ocean. Es war das andere. Wieso kann ich das noch nicht wählen? Shabby Chic, genau. Ja, wieso kann ich das nicht wählen? Oh! Ach, deswegen habe ich ein Ausrufezeichen. Das finde ich ein bisschen blöd, dass das da nicht erklärt wird, weil das wusste ich jetzt nicht. Unsere allererste Aufnahme anhören, eine Aufnahme über Ästhetik anhören. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, worum es geht. Ich sag mal, unsere allererste Aufnahme? Von was, weiß ich nicht. Okay, die Aufnahme läuft. Also vielleicht ein kurzes Brainstorming zu ein paar Ideen. Aufwärmprogramm fürs Gehirn. Warte. Wir brauchen zuerst eine Art Leitbild und einen Zeitstempel. Okay, heute ist der 21. Juni. Hey, Sommersonnenwende. Sommersonnenwende im Jahr 0. Der Beginn einer neuen Ära. Ich bin Angela und das ist River. Unsere Eltern kamen hierher, weil sie sich in dieser Einöde eine Heimat aufbauen wollten. Sie haben ihre zukünftigen Häuser renoviert, einen Bauernhof errichtet und einen Spielplatz für die Kinder gebaut. Aber dann... haben sie ganz einfach aufgehört. Es liegt nun an uns, diesen Pioniergeist neu zu entfachen.
Im Lauf der nächsten Monate werden wir versuchen, uns Projekte einfallen zu lassen, die sich positiv auf die Lebensqualität in Yesterby auswirken könnten. Was auch immer nötig ist, um dieses Dorf vor dem Stillstand zu bewahren. Die Bootslodge ist das perfekte Projekt. Und doch wolltest du nie darüber reden. Liegt es daran, dass es Chemres Idee war und nicht deine? Ich verstehe es nicht. Ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Ich dachte, sie wäre immer dagegen gewesen. Also so hat sich das immer rausgehört bisher. Design kann ich immer noch nicht auswählen, oder? Oh, ich brauche shabby chic. Shabby chic ist ein gutes Design. Jungs, macht was für euer Geld. Na gut, wir können ja nicht den ganzen Tag nur auf dem Friedhof sein. Wie hat dir meine Lasagne... Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Bisschen plaudern, genau. Sie war toll. Sagte ich das nicht? Nein, du hast während des Abendessens kaum ein Wort gesprochen. Hast du einen kurzen Abstecher in deine eigene Welt gemacht? Oh. Keine Sorge, das ist auch einer der Gründe dafür, dass ich dich liebe. Tatsächlich? Ja, es zeigt, wie sehr du dich um die anderen sorgst. Trotzdem wäre es gut für dich, wenn du ab und zu mal abschalten könntest. Aber ich schätze, das ist dann wohl meine Aufgabe. Wir sind ein gutes Team zusammen. Es fühlt sich gut an, Zeit mit dir zu verbringen. Siehst du, wir sind das perfekte Paar. Ohne mich gäbe es hier nur Gemüse und Sorgen. Statt Spaß und Lasagne mit viel Käse. Du hast den ganzen Käse gar nicht bemerkt, hä? Hä? Puh, das ist gut. Hallo, du sollst plaudern. Oder war das schon das Geplaudere hier? Bin mir nicht sicher. Ich darf nicht mehr plaudern. Warum darf ich nicht noch weiter plaudern hier? Ach so. Ach, jetzt kann ich ihn bitten, auf dem Friedhof zu helfen, oder was? Na gut, er ist ja jetzt eh schon fast... Wir fragen ihn mal nach ihr. Können wir das noch? Ist er noch wach? Es tut mir leid, ich kann gerade nicht weiter essen. Ich habe deine Mom gefragt, was ihre Lebensziele sind. Und sie hat dir gesagt, dass sie hier glücklich ist. Was ich ihr auch glaube, wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast. Na gut. Es gab da diese Bar in der Nähe unseres Wohnorts. An den Wänden reihten sich Regale aneinander, alle von oben bis unten voller Brettspiele. Man konnte also Speisen und Getränke bestellen, sich ein Spiel krallen und die Nacht durchspielen. Früher waren wir jeden Donnerstag dort, um mit ein paar von unseren Freunden zu spielen. Sie meinte damals oft, dass sie gern selbst so einen Laden eröffnen würde. Sie besuchte sogar Workshops darüber, wie man sein eigenes Unternehmen aufbaut. Sie meinte es wirklich ernst mit der Sache, bis du auf der Bildfläche erschienen bist. Das wusste ich nicht. Sie musste die Entscheidung treffen, eine Bar zu eröffnen oder hierher zu ziehen. Hätte sie nicht beides machen können? Klar. Hier gibt es viele leerstehende Häuser. Eben. Aber wer würde denn schon auf ein Getränk und zum Spielen dorthin gehen? Pia? Pia hat gern und oft Brettspiele gespielt, als wir noch Teenager waren. Wenn du meinst. Naja, jetzt weißt du es jedenfalls. Mach damit, was du willst. Aber mal ganz ehrlich, also theoretischerweise könnte sie das ja tatsächlich machen. Weil wenn da jetzt mehr Leute reinkommen, wäre das für sie vielleicht auch die Chance, einfach ihr eigenes Geschäft dazu eröffnen. Ich meine, bevor die sich jetzt ins Bett legt. Leigh wollte eine Brettspielbar öffnen, bevor sie hierher zog. Vielleicht könnte ich eine der verlassenen Hütten für sie herrichten, damit sie sich dort ihren Traum erfüllen kann. Ja, perfekt. Wen fragen wir denn da? Moment. Verlassenes Gebäude, das wäre nicht so weit weg. Warum soll ich mit der reden? Nach Lokalfragen. Ja, der hat eigentlich schon genug zu tun, ne? Würde ich mal behaupten. Das ist relativ nah. Da könnten wir mal die Statik überprüfen. Kannst du das alles noch heute Nacht machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die Leute gehen ja alle schon ins Bettchen. Es ist schon viel zu spät. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Nee, jetzt geh erstmal dahin und überprüf die Statik. Oder ist das wieder so eine irre lange Sache mit so einem Endlosbalken? So viel Schimmel.
Ah, das ist schlecht. Nein, nein, ich darf wieder nichts machen. Ich will weitermachen. Es ist doch erst 11:30. Wenn ich bis morgens um 5 arbeiten kann, dann kannst du das auch. Und 5 Stunden später dann wieder aufstehen. Nein, das ist nicht mein normaler Tagesablauf. Normalerweise arbeite ich schon was länger, aber muss um 6 Uhr morgens aufstehen. Von daher, ja. Wen haben wir denn noch? Ich darf nicht traurig sein. Die beiden brauchen mich. Wenn ich niedergeschlagen bin, funktioniere ich nicht. Oh, was für ein Schwachsinn. Wenn Pia Hilfe beim Säubern des Friedhofs brauchst, gibt es keinen Grund, weshalb du ihr nicht helfen sollst. Das stimmt. Ist das egoistisch, wenn ich mir mehr Aufmerksamkeit wünsche? Ja, das will sie ja eigentlich machen, aber... Pff. Sie kann ja im Moment nichts machen, weil sie... Warum ist das jetzt... Was ist jetzt abgeschlossen? Sie geht doch jetzt ins Bett, ne? Genau. Irgendwas ist abgeschlossen, aber ich weiß jetzt nicht was. Mit ihr können wir gerade auch nichts machen, weil sie auch gerade ins Bett geht. Super. Also, unsere ganzen Leute sind gerade ins Bett gegangen. Wir können ja gar nichts mehr machen irgendwie. Dann schalte ich mal auf sie um, obwohl wir wahrscheinlich gleich was anderes machen müssen. Er ist noch wach. Ich wollte gerade reinklicken. Okay. Das, also hier würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass ich das alles anklicken könnte, anstatt nur eine Sache, auf die ich mich dann konzentrieren muss. Ich weiß nämlich nicht, was ist. Das ist eine Parkbank. Das ist ein altes Haus, oder? An Mom bei Lays Willkommensparty erinnern. Brodys erste Tage in Jesperby. Was haben wir hier? Mir will... Ah ja, das wird mich mal interessieren. Mit Melville konnte man noch nie leicht reden. Aber nachdem seine Frau gestorben war, war es noch schlimmer. Hey, Dad. Wir wollen mit Henrietta fischen gehen. Willst du mitkommen? Wir können uns nicht erlauben, auch nur einen einzigen von James' Kunden zu verlieren. Ich muss arbeiten. Klar. Siehst du? Ich hab's jedenfalls versucht. Er hatte wirklich gehofft, dass du mitkommen würdest. Es ist besser, dass er etwas mit seinen Freunden unternimmt. So kann er den Kopf von all diesem Zeug freikriegen. Aber was ist mit dir? Du hast keine Freunde. Doch, habe ich. Wir reden nur in letzter Zeit nicht oft miteinander. Das ist alles. Andy, kommst du? Vielleicht wäre es an der Zeit, dass du wieder mal mit ihnen redest. Vielleicht. Jetzt geh. Viel Spaß beim Angeln. Was meinte er damit, als er sagte, dass er Freunde hätte? Finden wir es heraus. Okay, Conny? Vielleicht. Vielleicht. Ich lasse jetzt nochmal eben bis 6 Uhr weiterlaufen. Und drück dann auf Pause, wollte ich sagen, aber ich darf nicht. Noch eine Erinnerung? Was passiert jetzt? Da kommt einer. Ist das ein Wohnwagen? Klau mir hier nicht meine leeren Hütten. Verwirrt. Wo will der hin und warum ein Wohnwagen? Also Wohnmobil ist es ja, um jetzt ganz genau zu sein. Ein Wagen, das sind nur diese Anhänger. Oh,
Komm schon, Kumpel. Wir sind da. Ach, der Kerl vom Kaffer mit seinem süßen Hund. Der müde ist. Ja, ja. Es war eine lange Reise. Aber du weißt ja, wie es ist. Manchmal ist es die Ferne, die einen am stärksten lockt. Wow. Schau dir nur das Meer an. Die Leute hier haben sich ein kleines Paradies geschaffen. Ja, du bleibst hier, Kumpel. Ich muss das Ding hier zurückbringen. Okay, wir haben hier ein neues Gesicht. Spielbar oder nicht spielbar, das ist die Frage. Und wer ist es? Warum ist er hier? Ich bin gerade am Überlegen, es ist auf jeden Fall keiner von hier. Der eine hat auch einen Bart gehabt zwar, aber das ist er auf jeden Fall nicht. Das macht Lust auf mehr und das weckt auf jeden Fall mein Interesse. Aber da der Tag rum ist und ich eigentlich jetzt davor einen Cut machen wollte, aber dann ist das Spiel weitergegangen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge ansehen, ja, was das für Neuankömmling ist, ob er uns eventuell vielleicht irgendwo weiterhelfen kann. Ich meine, man fragt ja jetzt ungern Fremde um Hilfe, ne? Aber vielleicht kann er uns ja auch helfen mit dem, mit dem einen Haus oder so. Vielleicht kann er irgendwas. Vielleicht macht er Musik, hilft uns so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich, das ist der Typ, den ich auf dem Cover irgendwo auf dem Bild mal gesehen habe, der eine Gitarre in der Hand hat. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Egal, wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Bleibt dran, beziehungsweise schaltet wieder ein. Morgen, gleiche Uhrzeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.